Roger, ich kann für nichts garantieren. Wenn sich der kleine Gnome gleich auch nur ein bisschen falsch ausdrückt, ne? Dann, kann ich einfach für nichts garantieren. Der Geisterritus. Oh, und alles in Sepia. Und natürlich auch noch das alte Löwenstein. Anderer Charme, aber auch schön. Ja. Na dann, Gix, ich rate dir, benimm dich. Sagt mir, ist es wahr? Siren, ist sie wirklich tot? Es ist wahr, Gix. Es tut mir leid. Immerhin ist sie tapfer gefallen. Wegen ihres Opfers haben die Überlebenden Löwenstein erreicht. Ich hatte immer gehofft, Siren würde Verantwortungsgefühl entwickeln. Aber doch nicht so. Sie war eine krautköpfige, blätterliebende Heldin. Und sie wird mir fehlen. Sirens Mut hat uns die Möglichkeit eröffnet. Aber eure Tapferkeit hat uns in Sicherheit gebracht. Ich stehe tief in eurer Schuld. Ihr seid zwar kein Mitglied des Ordens, Traherne, aber ihr wisst mehr über die Orianer als sonst jemand in Tyria. Was ratet ihr uns? Diese Untoten haben einen mächtigen Anführer. Er wird verborgen bleiben, während seine Diener das Metzeln übernehmen. Wir müssen also entdecken, was unsichtbar ist, hm? Ich glaube, die Abtei besitzt ein Artefakt, das uns helfen wird. Ein Bildnis des Balthasar, des Menschengottes des Krieges, des Mordes und so weiter. Es kann ein Individuum verwandeln. Je mehr ihr tötet, desto mächtiger werdet ihr, bis euer Feind sich nicht länger vor euch verbergen kann. Aber die Sache ist riskant. Ich stelle mich zur Verfügung. Siren hat sich nie vor Risiken gefürchtet. Sie gab uns die Chance, die Stadt zu beschützen, und genau das will ich tun. Oh je, ich habe Gix und Utwein schon Arm in Arm am Lagerfeuer gesehen. Ach schön, da hat Gix aber die richtigen Worte gefunden. Ja, Gott sei Dank, sonst hätte er vielleicht meinen Stahl gespürt. Wer weiß schon. Ich hab nichts gesagt, Gix. Ah, also, betretet den ritualen Zirkel. Naja, gut. Für Siren tue ich alles. Wie in Tyrias Namen funktioniert das mies verzauberte Ding? Haltet doch still. Ja, ich kann mich auch gar nicht bewegen. Bewegung und wir sind alle Schaschlik. Oh. Verwalter Gix. Oh. Mir ist ganz schlecht. Ich sagte doch, haltet still. Mist. Na, einer weniger geht auch. So, Leute, Konzentration. Uiui. Mit einem so. Weniger? Hat funktioniert. Wusste ich's doch. Los, entfesselt das Inferno der Gerechten. Das schafft ihr nicht alleine. Wie? So? Ich helfe euch. Oh nein! Oh ja, sind die alle umgekippt. Gix, ihr habt sie geopfert und was... Was habt ihr mit mir gemacht? Guckt mich an! Aus einem ehemals starken, großen Nordkrieger! Ich bin eine Witzfigur! Roger, ich muss ja zu dir aufgucken! Och Mann! Gix! Wer soll mich denn jetzt hier noch für ernst nehmen? Ich bin fast so klein wie du! Boah. Schon! Guck mich an! Ich bin sogar kleiner als ihr und ich stehe über euch. Also auf der Rampe. Oh, das gibt's doch nicht, Mann! Einmal mit Profis! Das ist der falsche Weg, Mann! Einmal mit Profis! Mensch, Meier! Ach, da sind sie ja schon! Ja, gut. Genau, Utwein. Erstmal vielleicht mal gucken, was deine Skills so können, ha? Auch wenn da jetzt. Ach, oh, die Löwengrade stirbt! Aber du solltest da nicht unvorbereitet rein. Also Balthasars Klinge, ein ganz normaler Angriff. Balthasars Vorstoß und Balthasars Finte. Einmal Flammenspur nach vorne und einmal Flammenspur nach hinten. Du hättest das jetzt nicht unbedingt ausprobieren müssen. Oh, aber hörte sich nach Spaß an. Mhm. Dann Balthasars Urteil und Balthasars Gnade. Brennen die dann brennen sie nochmal und hier... schleudert einen gigantischen Feuerball, der beim Aufprall explodiert und mehrere Gegner in Asche verwandelt. Oh, das hört sich gut an. Das versuchen wir mal als allererstes. Und zwar so.
Bums. Naja gut, das war weniger Asche, als ich jetzt gedacht hätte, aber okay. Aber okay. Du, dann preschen wir vielleicht mal. Hui! Hui! Und immer schön hier durch. Na komm schon. Auferstandener. Leibeigener, aber da steht er doch schon. Der Dicke. Oder ist er das nicht? Thaddäus Geisterritt teleportiert sich und stiehlt Lebenspunkte. Oh, verdammt. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Oh, Leute, seid ihr noch da? Er hat euch bemerkt. Gut. Tötet weiter die Diener. Schon bald wird er sich zeigen. Na toll, hoffentlich lachen die mich nicht aus, so wie ich hier gerade aussehe. Ist ja unglaublich hier, Mann. Einmal mit Profis, sag ich euch. Einmal. Ja, kommt hier rüber. Sehr schön. Oh, Ritter, aber das mit diesem Schritt hier, das macht Spaß. Es kitzelt so schön. Manchmal ein bisschen so, als hätte ich gerade Chili gegessen. Ach so. Und wenn du Chili gegessen hast, dann fühlt sich das so an, ja? Oh, wir haben überhaupt gar keinen Heilskill. Ich glaube, du musst ein bisschen aufpassen, Otwein. So. Den verbrennen. Wie merke ich denn, dass meine Macht steigt, hä? So einmal und dann noch so einmal. Sehr schön, haben wir eine schöne gerade Linie gemacht. Da haben wir irgendwie so einen richtig schönen Feuerball. Mhm. Hui! Und hui! Oh, die kommen ja immer wieder. Wobei ich sehe, die Löwengarde kommt auch wieder. Oh, wir hauen hier mal so rein. Bei dem Effektfeuerwerk muss man sich nicht wundern, wenn es hier leckt. Na, guck mal, da sind so schön viele auf einem Platz, ne? Kann man da nicht mal auf irgendeinen draufhauen? So? Bäm. Oh, 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 oh. Und vor allem geht es jetzt nicht so gut. Los, stirbt, stirbt alle. Und zwar ein bisschen schneller. Die alten Schlatter haben euch. Gute Arbeit. Er wird langsam mürbe. Was? Wo ist er denn? Der ist wieder verschwunden. Oh nein. Verdammt. Otwein. Ja, ist ja super. Steh mal wieder auf, Otwein. Vielleicht jetzt. Und? Oh ja, oh ja, oh ja. Aufgerappelt. Sehr gut. Das wird gleich hier wieder. Oh, 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 oh. Ja, kommt nur alle hier rüber. Weiß werden momentan nicht mehr, oder? Oder habe ich da nur gerade einen Knick in der Pupille, weil die halt alle so schön aufeinander stehen? Oh, Mist. Und? Komm schon. Den Skill hier. Wunderbar. Und? Zack. Die werden auch so schön auseinandergeschleudert dabei, ne? Finde ich gut. Das finde ich gut. Bäm. Einst schrieb ich über die Geschichte Tyrians. Der fängt immer an zu reden und dann verschwindet er wieder. Also, Thaddäus Geisterritt, ich muss ganz ehrlich sagen, du bist auf jeden Fall auch so ein Kandidat, den ich nicht so recht ernst nehmen kann. Kommt schön hierher, kommt schön hierher. Endlich. Meine Macht scheint jetzt noch nicht so toll zu sein, ne? Wenn er immer wieder verschwindet. Verdammt. Okay. Verdammt, jetzt stürzen sich ja alle auf mich. Oh oh. So, jetzt aber hier, hier. Stirb was, komm schon. Oh nein! Den krieg ich noch, den krieg ich noch. Komm schon! Stirb, schneller als ich! Oh, ho, 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 das war aber knapp. Sehr knapp.
Na? Gix ist mittlerweile auch tot. Na, großartig. Oh, verdammt! Ach du Schande, was ist jetzt los? Oh nein, was kommt denn da? Och nö! Okay, wir scheinen in eine neue Phase eingetreten zu sein. Oh Gott, ich sehe gar nichts mehr. Komm und runter damit. Immun? Das ist jetzt aber ein schlechter Scherz, oder? Dass da irgendjemand jetzt immun war? Oh Mann. Ich kann die ja wunderbar auseinandertreiben, aber ansonsten... Ja. Passiert dann sowas? Oh Mann. Genau, das ist mir ein bisschen zu viel Schaden jetzt auf einmal. Das hat der Gix jetzt davon. Als kleines Menschlein. Erstmal hat er ihm das Ego runtergeschraubt. Ja, super. Ach Mensch, und ich starte jetzt hier ganz alleine. Ist denn überhaupt noch irgendjemand von der Löwengarde da? Da. Ja, ja. Ein paar schon noch. Muss ich denn überhaupt erlangt Kraft durch die Vernichtung eurer Feinde? Tatsächlich, ich muss immer noch hier unten kämpfen. Ja, das ist ganz wunderbar, was wir hier an Schaden reinkriegen und dagegen aber nur machen, oder? Bums! Ein paar haben wir ja unterbrochen, aber sonst... Hui! Wir haben schon wieder fast kein Leben mehr. Komm schon. Ja, ich habe mich aufgerappelt. Flott, flott weg hier. Flott weg, Utwein. Flott weg hier. Kann ich gar nicht Utwein nennen. Jeder, der uns trotzt, wird straucheln. Der Macht des Drachens. Und weg ist er wieder. Trahan, du lebst noch. Das wundert mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Bums, soll ich dir mal hier ein paar Gegner wegschaffen, ha? Huh? Und zack. Wow. Es ist was gestorben. Es ist was gestorben. Hm? Ja, die aufgestandene Abscheulichkeit. Vielleicht kriege ich die noch down. Und jetzt, komm schon. Ja, sehr gut, sehr gut. Wenigstens etwas hier. Saitans Aufstieg ist unaufhaltsam. Ich nehme die auch gerne einzeln. Ich frage mich gerade, ob ich zu weit wegstehe. Jedes Mal, wenn er kommt... Bricht er irgendwie so schnell wieder ab? Ich bleib vielleicht lieber einfach nochmal in der Nähe. Aber ich verbrenne hier mit der Kugel nicht besonders toll, muss ich sagen. Was hier wirklich gut klappt, ist hier das. Ich mich damit auch ein bisschen in Sicherheit bringe und ja, ich mache damit auch ganz gut Schaden, aber ansonsten ist halt doch ein bisschen mau, was ich hier zur Verfügung habe. Ja, 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 schon gut, schon gut. Aber jetzt vielleicht töte ich irgendwas, irgendwas? Nee. Das ist ja ein Desaster hier. Erlangt Kraft durch die Vernichtung der Feinde. Trahan, ehrlich, also, boah. Ja, wir müssen nach da vorne wieder hin. Wir müssen auf jeden Fall in den Kreis, egal wie viele jetzt hier noch kommen. Aber das ist ein kleinerer, hä? So, Leute, ich bin wieder da. Und ihr? Same procedure as last time, ja? Hier braucht sich gar keiner erheben. Bleibt doch mal schön zusammen hier so in der Mitte, ja?
Dann mache ich auch viel Schaden. Ich sehe hier keinen Fortschritt. Ich frage mich gerade, ob ich hier eine Buggy-Mission erwischt habe. Ob es hier jetzt gerade irgendwie nicht weitergeht, weil es kaputt ist. Ich ziehe das Grüppchen hinter mir her. Es passiert. Los, vernichtet den Geist! Ah, jetzt endlich! Rache für Siren. Okay, ja, natürlich! Gar kein Problem! Wo ist er, Thaddeus-Geisterritt? Komm schon, Thaddeus, mach dich fertig. Kannst du überhaupt irgendwas? Kann der Thaddeus was? Jetzt leckt's ein bisschen. Uiuiui. Thaddeus hatte jetzt 80% noch. Leider geht's mir nicht mehr so gut. Uiuiui. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Vielleicht muss ich mal langsam wieder was kaputt machen. Jetzt, da war, wirbelt er weg, der Blödi. Verdammt. Okay. Oh, ich bin, hab mich aufgerappelt. Schön. Uns. Und wir hissen Satans Banner. So, Thaddeus. Du und ich. Warum musst du die ganze Zeit hier deine kleinen Knödels mitbringen? Ich habe euren Namen schon mal gehört. Silvari rief ihn kurz bevor sie starb. Ich habe euren Namen überhaupt noch nie gehört. Ihr seid vielleicht ein Burner. Matsch Burner. Sehr gute Arbeit. Ihr habt die Kraft des Bildnisses kanalisiert, ohne zur rasenden, blutrünstigen Bestie zu werden. Ich habe vielleicht vergessen, eine besondere Nebenwirkung zu erwähnen. Ach, egal. Gute Arbeit. Das Bildnis ist unglaublich kraftvoll. Können wir es gegen die Vorhut auf der Klaueninsel nutzen? Leider nein. Der Menschengott des Massenmords schätzt es nicht, wenn man dieselbe Taktik zweimal einsetzt. Die Verzauberung des Bildnisses besteht nicht mehr. Vor einiger Zeit saß Tekwin, eine Freundin von mir, in Orr gefangen. Seit ihrer Rückkehr bildet sie Silvari für den Kampf gegen Orianna aus. Wir könnten sie um Hilfe bitten. Es wäre auch möglich, dass meine Forscher ihr neuestes Projekt abgeschlossen haben. Es ging um die Modifizierung einer Schallwaffe, die wir von den Schauflern erbeutet haben. Hört sich beides gut an. Militärische Stärke oder starke Waffe. Gebt mir einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Egal, was ihr entscheidet, ich bin dabei. Ihr braucht Hilfe und ich bin es Siren schuldig. Wenn ihr was wissen müsst, helfe ich gern. Aber das Befehligen überlasse ich den Experten. Oha. Entscheidet, wie das Kontingent der Abtei am besten verstärkt werden kann. Oh, das finde ich ist eine ziemlich schwierige Entscheidung. Oh. Das ist ein riesengroßer Kontinent und immer wenn jemand stirbt, gibt es auch wieder einen neuen Orianer. Deswegen würde ich jetzt erstmal dazu tendieren, vielleicht lieber eine Waffe zu nehmen, also in der Hoffnung zumindest, dass man weniger Menschenopfer, Asura, Noren, was auch immer Opfer hat, um sie dann quasi dem Feind als neue Truppen zur Verfügung zu stellen. Denn gefallene Silvari werden wahrscheinlich genauso gut und auch andere Gefallene eben zu Orianern. Das Land verdirbt einfach alles, deswegen würde ich dazu tendieren, die Forscher eine Waffe entwickeln zu lassen. Hallo? Zwei unserer Forscher arbeiten am Schallharmonisierer, einer Massenvernichtungswaffe, die sich als äußerst nützlich erweisen könnte. Basierend auf harmonischen Schwingungen? Interessant. Aber eine schwierige Entscheidung. Was würde Utwein tun? Utwein würde wahrscheinlich den
Kampf Mann gegen Mann wählen. Aber muss man nicht einfach irgendwann einsehen, dass der Kampf Mann gegen Mann kaum gewonnen werden kann? Was hat denn Trahan noch zu erzählen? Der blasse Baum leite euch. Ich kenne da im Kaledon-Wald zwei Silvari, Tekwin und Karis. Sie sind erfahrene Hüter und kennen sich gut mit Auferstandenen aus. Taugen sie denn auch etwas im Kampf? Genau wie wir. Wir sollten mit ihnen reden. Vielleicht können sie uns helfen, weitere Streiter für unsere Sache anzuwerben. Oh, ich denke, das ist eine gute Idee. Also die Waffe kann man ja hinterher immer noch bauen, oder? Also ich meine, erstmal Leute rekrutieren, das ist eine gute Idee, Tran. Der Geisterritus abgeschlossen. Ja, ich denke mal, letztendlich würde Utwein eher auf Mannkraft bauen. Du, wählen wir unsere Belohnung. Das Teil ist nicht schlecht. Kraft-Vita-Zustandsschaden. Das andere macht nämlich nur Vita-Heilkraft-Zustandsschaden. Kraft-Prezi-Wildheit, auch schön. Und in Anbetracht der Tatsache, dass meine zweite Waffenhand immer noch eine 49er-Waffe ist. Und Kraft-Vitalität-Zustandsschaden. Ich sehe allerdings gerade, dass sowohl dieser Skin als auch dieser Skin noch gesperrt sind. Vielleicht gucke ich mir die Waffen erstmal an. Okay. Okay. Also nichts, was man unbedingt seiner Sammlung hinzufügen muss, weil es so toll aussieht. Dann nehme ich einfach das Schwert, auch wenn ich es schon habe. Das ist ja besser als die Ausbeute beim Bierrad. Genau, eine Stufe bin ich gleich auch noch aufgestiegen. Mann, was eine Ausbeute hier. Genau, Utwein, dann kannst du nämlich bald hier den tragen. Das ist ein Rückengegenstand, da kannst du die Werte auswerten, wählen. Und dein Rückengegenstand, glaube ich, den du momentan noch trägst, der ist, der hat ja nicht mal eine Stufenanforderung. Der macht einen Kraft, verdammte Scheiße. Aber das Hähnchen, das hat dann Werte, die du auswählen kannst und ist eben ab Level 65 tragbar. Ach, wie schön, ach, wie schön. Gut, dann würde ich sagen, den machen wir wieder auf. Oder? Ja, genau, den machen wir auf. Die anderen wurden hier dem hinzugefügt. Die haben wir ja immer aufgemacht. Ach, wie schön. Und guck dir das mal an, was da drin ist. Toll. Ganz toll. Meuchelndes Schwert. Dann packen wir das mal in unsere zweite Waffenhand. So, sehr schön. Und das Ding, können wir das auseinandernehmen? Nein, können wir nicht. Weil es mal wieder seelengebunden ist. War bestimmt ein Drop oder auch eine Belohnung aus irgendeinem Story-Abschnitt hier. Okay, rekrutiert Tekwin, einen Hainhüter der Silvari. Sprecht mit Tekwin über ihre Zeit in Orr. Ich dachte jetzt gerade schon, ist jetzt Tekwin Mann oder ist jetzt Tekwin eine Frau? Also Tekwin ist eine Frau. Okay, gut, dann verlassen wir die Instanz. Nehmen vielleicht hier noch ganz kurz die Belohnung für Stufe 61 entgegen. Ach so, sollen wir uns das aussuchen, dann nehmen wir Soldatenwerte. Super, super. Und bevor wir dann weitergehen, können wir die auch noch schnell auf irgendeinen Gegenstand hier drauf sockeln. Zum Beispiel auf unsere Schuhe. So, die hatten nämlich auch noch nichts. Dadurch haben sich unsere Werte ein ganz kleines bisschen verbessert. Und dann sehen wir uns morgen wieder zum nächsten Teil Scherben von Orr.